Gumo Leute, es ist Dienstag und ich bin wieder in Berlin. Ich bin gestern aus Frankfurt wiedergekommen. Besser. Ich bin gestern aus Frankfurt wiedergekommen und war dann gestern noch mit Hannah zusammen auf dem Niall Horan Konzert. Da blende ich euch ein paar Videos jetzt ein. Es war ganz, ganz toll. Ja, heute dachte ich, filme ich euch. Jetzt wird hier meine Uni-Gruppe geschrieben. Heute dachte ich, filme ich euch ein Day in my Life. Obwohl heute nicht so viel passiert und obwohl ich heute ein Konzert abgesagt habe für heute Abend. Ich wäre auf dem 1975-Konzert gewesen und ich bin so traurig, weil ich wirklich, ich mag die so gerne. Und ich wäre wirklich gerne hingegangen, aber mir geht's so scheiße. Ich bin ehrlich. Und ich hatte nur eine Karte. Das heißt, ich hätte alleine gehen müssen. Da sehe ich mich nicht. Da sind wir noch nicht angekommen. Bei dem Confidence-Level. Das ist mein Albtraum, allein auf ein Konzert zu gehen. Props an jeden, der das schafft. Deswegen habe ich das abgesagt. Es ist jetzt morgens. 9 ungefähr. Ich habe so bis 7:30 Uhr geschlafen. Aber bisher ist nicht viel Spannendes passiert. Wir machen uns jetzt Frühstück. Aber es wird unspektakulär werden. Ich sage, ich mache mir Nougat-Bites. Mir wurde letztens gesagt, dass es Nougat Bits heißt und nicht Nougat Bites und das hat ein bisschen mein Leben gechanged. Ich sehe gerade, dass es wirklich Bits heißt und nicht Bites. Da fehlt ja ein E. Okay, ich bin wieder zu Hause. Ich dachte, auf professioneller Ebene mache ich das mit meinem Licht, damit ihr mich erkennen könnt. Ich habe gerade mein Paket abgeholt von Selfie. Ich habe mich nicht getraut, bei meinem Termin mit meinem Steuerberater zu filmen. Ich glaube, das wäre unangebracht gewesen. Ich bin jetzt auf jeden Fall überfordert. Ja, und hinterfrage absolut mein Leben und meinen Beruf. Aber wir packen jetzt unsere Selfie-Bestellung aus. Ich glaube, ich finde es cooler, wenn der Kragen so ist. Boah, ich weiß ja nicht, Leute. Der ist süß, aber ich mag den Kragen nicht. Es sei denn, ich stecke den rein. Boah. Bauchschmerzen irgendwie den ganzen Tag schon und ich sag, mental geht es mir so mäßig irgendwie. Ich habe, oh, ich sehe auch so fertig aus. Ich habe beschlossen, dass ich heute vielleicht ein bisschen weine. Ich weine tatsächlich nicht oft, wirklich sehr selten, ehrlich gesagt. Aber heute fühle ich mich sehr danach. Wirklich, ich hatte heute schon so Momente, wo ich irgendwie die ganze Zeit
hätte heulen können. Und dachte ich mir, warum nicht heute Abend? Ich habe beschlossen, dass ich euch morgen den Tag auch noch filme. Weil morgen so ein paar coolere Sachen passieren. Weil ich das Gefühl habe, ich habe heute nichts gemacht und ich habe auch irgendwie nicht so gut mitgefilmt. Ich war jetzt eben gerade noch mit Nastja was essen und wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe die zu lange nicht gesehen. Ja, das war's, Leute. Bin so fertig, ich kann nicht. Ich muss doch eigentlich jetzt noch meine Hausarbeit weiterschreiben, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich glaube, das mache ich morgen. Und morgen stehen ein paar coolere Sachen an. Deswegen werden das einfach 2 days in my life. Falls ihr den noch nicht kennt, hat Emma mal erzählt, dass ich im Podcast bin. Nee, noch nicht. Ne, schaut mal vorbei. Die Karte ist voll. Oh. Oh. Okay, ich war gerade meine Nägel machen. Bei Ivy Spa, da gehe ich immer hin. Und es ist mir so unangenehm jedes Mal, das zu filmen, wie ich meine Nägel mache. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr happy. Sieht man die? Die sind so cool. So, Leute, ich bin's am nächsten Tag. Das sind die Nägel. Ich habe mich passend gekleidet. Ich werde heute nur meine Hausarbeit schreiben und ein paar unnötige Sachen machen, die absolut uninspirierend und langweilig sind. Deswegen belasse ich es bei den letzten 2 Tagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen, was so bei mir abgeht. Nur dazu noch, ich habe gerade Semesterferien. Eigentlich studiere ich Vollzeit. Meistens. Und muss gerade meine Hausarbeit schreiben und deswegen ist gerade nicht so viel Uni, außer das Schreiben. Und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Video.